So, ein gutes Hackergebnis fängt spätestens mit der Aussaat an. Das heißt, möchte man eine hohe Qualität beim Hacken haben oder besonders nah ranarbeiten an die Hacker, muss man auch eine hohe Präzision bei der Aussaat abliefern. Deswegen, wenn ihr auf ein Feld kommt, bei dem Kunden oder bei euch selber und ihr wisst nicht, wie gut die Legeeinheiten sind, ist da eine hohe Qualität bei den Legeeinheiten. Haben die Legeeinheiten Spiel? Messt die Reihenabstände nach von Elementen, von Reihe zu Reihe zu Reihe. Denn wenn die Elemente auf 75 sind, die Legeeinheiten aber Spiel haben von 2, 3, 4 Zentimetern, kann man nicht so nah an die Reihen ranarbeiten. Und das ist auch unabhängig vom Kamerasystem. Zu den Einstellungen der Hacke, zum Hackrahmen bleibt zu sagen, die Gerätehöhe ist abhängig vom Element. Wir haben hier das Kombi-Element, da müssen wir eine Rahmenhöhe haben, wie zum Führerrahmen, von ca. 70 cm zum Boden, damit das Element von oben nach unten den gleichen Weg hat und der Kontur gut folgen kann. Haben wir das Basiselement, 50 cm, beim TS-Element sind wir auch wieder bei den 70 cm. Der Werkzeughalter hier hinten muss parallel zum Boden stehen, damit das vordere und das hintere Werkzeug gleichmäßig tief im Boden arbeitet. Den Werkzeughalter richten wir aus über den Oberlenker. Die Rahmenhöhe, sprich diese 70 cm, machen wir hier vorne über die Stützräder. Jetzt bleibt die spannende Frage, bleiben die Unterlenker offen oder geschlossen oder gesperrt? Wenn man in Hanglagen ist, müssen die immer fixiert sein. Ist man in der Ebene unterwegs, können die Unterlenker offen sein, weil wir durch die Parallelverschieberrahmen eine ganz, ganz sanfte Ansteuerung des Hackrahmens haben und dadurch keine Auswirkungen auf die Unterlenker. Haben wir eine Kamera, müssen wir die Ölmengen regulieren. Die Kamera benötigt ca. 10 bis 15 Liter Öl pro Minute. Haben wir Section Control, brauchen wir dafür 5 bis 10 Liter pro Minute. Die komplette Verschwenkung des Parallelverschieberrahmens von ganz links nach ganz rechts sollte 12 bis 15 Sekunden dauern. Ist die Zeit etwas zu gering oder etwas zu hoch, kann man hier vorne die Ölmenge noch etwas reduzieren oder erhöhen.